In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du wirklich leckeres Schokoladeneis selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Für unser Schokoeis brauchen wir einmal Sahne, die wir in einem Gefäß steif schlagen und dann erstmal wieder beiseite stellen. Denn im nächsten Schritt brauchen wir dann einmal gezuckerte Kondensmilch. Ich nehme hier die von Milchmädchen. Die kannst du in eine etwas größere Schüssel geben. Dazu dann noch Kakaopulver und flüssige Zartbitterkuvertüre. Die drei Sachen kannst du dann erstmal miteinander vermischen, sodass so eine richtig schöne Schokomasse daraus entstanden ist. Wenn du alles schön miteinander vermischt hast, dann kommt die eben steif geschlagene Sahne mit ins Spiel, denn die geben wir jetzt einmal dort hinein und heben sie vorsichtig unter, damit möglichst wenig Luft aus der Sahne entweicht, denn dadurch wird das Eis am Ende eben richtig schön cremig und fluffig. Das ist zwar etwas Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du dann alles richtig schön miteinander vermischt, sollte es auch eine richtig schöne, gesunde Schokofarbe haben und die Sahne ist eben komplett mit der gezuckerten Kondensmilch vermischt. Dann brauchst du ein gefriergeeignetes Gefäß, also einfach eine Tupperschale, oder ich habe hier eben eine alte leere Eisschale genommen. Da kommt das Ganze einmal rein und dann für 5 bis 6 Stunden in den Gefrierschrank und dann kannst du dein selbstgemachtes Schokoladeneis auch schon genießen. Das schmeckt wirklich lecker und ist vor allem super cremig. Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, welches Eis du am liebsten isst. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein leckeres Rezept mehr verpasst.